Wir werden uns vermehren und das zahlreich. Die MS-13 ist inzwischen in nahezu jeder Gemeinde in diesem Land präsent. Mara Salvatrucha, auch bekannt als MS-13. Wir werden zurückschlagen. Wir werden uns verteidigen, ist das klar? Wir zeigen Ihnen, was diese Gang so gefährlich macht. Wir leben von einem auf den anderen Tag, weil wir nicht wissen, ob wir morgen noch am Leben sind. Und wie die Polizei versucht, diese Gangster hinter Gitter zu bringen. An die Wand, Hände an die Wand. Oder aus dem Land auszuweisen. Sie nennen sich Mara Salvatrucha, besser bekannt als MS-13. Es ist die wohl brutalste Straßengang der Vereinigten Staaten. Niemand überlebt einen Angriff der MS-13. Wenn sie vorhaben, dich zu töten, dann wirst du auch sterben. Sie prahlen mit der Gewalt, mit der sie auf ihre Opfer losgehen. Die Gang besteht in den USA inzwischen aus mindestens 10.000 Mitgliedern. Ihre Wurzeln aber liegen tausende Kilometer weiter südlich und beginnen vor fast 30 Jahren im Bürgerkrieg des zentralamerikanischen Landes El Salvador. In den 1980er Jahren strömen Flüchtlinge und Soldaten vor der Gewalt des Bürgerkriegs in die Vereinigten Staaten. Wir sind vor dem Krieg in El Salvador geflüchtet. Wir dachten, hier könnten wir in Frieden leben. Dabei fanden wir uns hier in einem anderen Krieg wieder. In den überfüllten Latino-Vierteln von Städten wie Los Angeles sind die Neuankömmlinge allerdings nicht willkommen. Wir sind hier rübergekommen, aber hier sprach man eine andere Sprache und lebte eine andere Kultur. Santana ist ein langjähriges Mitglied der MS-13 in Los Angeles. Man hat uns als minderwertig betrachtet. Man hat einfach nichts von uns gehalten. Dagegen mussten wir etwas tun, verstehst du? Die neuen Immigranten werden von den bestehenden Straßengangs ausgeraubt, erpresst und terrorisiert. Um dagegen anzukämpfen, gründen die Salvadorianer ihre eigene Gang. Und zwar eine, die noch wesentlich gewaltbereiter werden sollte als alle anderen. MS repräsentiert unsere Kultur und unsere Leute. Nicht auf die gute Art, auf die böse. Die hart arbeitende salvadorianische Bevölkerung repräsentiert die gute Seite von El Salvador. Für viele Menschen repräsentiert MS die schlechte Seite davon. Viele Leute wissen nicht, dass wir in den 80er Jahren zu unserem eigenen Schutz damit angefangen haben. Jetzt sind sie vorsichtig, wie sie mit Salvadorianern umgehen. Vorher haben sie uns als ein Stück Scheiße angesehen. Es geht nicht um Würde und Stolz. Es geht um unser Land, unsere Kultur und darum, wer wir sind. Der Name Salvatrucha setzt sich aus den Worten Mara, Salva und Trucha zusammen. In El Salvador ist Mara umgangssprachlich für Bande oder Gang. Das Wort Salva steht für Salvadorianer und das Wort Trucha ist im Spanischen gebräuchlich für wachsam. Gerne wird Salvatrucha auch einfach als salvadorianische Gang übersetzt. Die Bedeutung der Zahl 13 variiert je nach Auslegung. Für einige bezieht sie sich auf den 13. Buchstaben des Alphabets, dem M. Aber es gibt viele Straßengangs, die die Zahl 13 für sich beanspruchen. Für die Polizei hat die 13 eine ganz andere Bedeutung. Die Bedeutung der 13. Einen Schuss in den Kopf, drei in den Körper. Oder auch andersherum. Einen in den Körper, drei in den Kopf. Viele der brutalen MS-13-Mitglieder kommen von Farmen und Plantagen aus El Salvador. Sie haben die Werkzeuge der Farmer mitgebracht und benutzen sie nun als Waffe. Die Machete benutzen sie, um Tiere zu schlachten. Damit töten sie Ziegen und Rinder. Sie können damit sehr gut umgehen. Und damit arbeiten sie auf den Feldern und roden Pflanzen und sowas. Sie sind es also gewohnt, mit der Machete umzugehen. Sie ist so eine Art Verlängerung der Hände. Wir bekommen den Umgang von unseren Eltern beigebracht. Das ist ganz normal. Ich habe mit der Machete immer das Holz für meine Großeltern gehackt. Das verlernt man nicht. Und dann ist es halt auch eine einfache Waffe, wenn man weiß, wie man sie benutzen muss. Musik
Polizei hat den Verdacht, dass einige der Gangmitglieder in El Salvador eine militärische Ausbildung genossen haben. Das macht sie umso gefährlicher. Es ist beängstigend, wenn man auf eine Gruppe stößt und weiß, die haben dieselben Waffen und dieselbe Ausbildung wie wir. Das Gangmitglied Rata ist der Anführer einer Clique in Houston, Texas. Wenn du dich mit uns anlegst, dann wirst du dich den Rest deines Lebens an uns erinnern. Also, wenn du das überlebst. Du wirst nicht im Traum darüber nachdenken, zu uns zurückzukommen und dich zu rächen. Wenn du es versuchst, dann wird deine ganze Familie sterben. Wenn du dann hierher kommst, hast du sofort eine Machete im Bauch. Das war's dann. Es ist wesentlich eindrucksvoller, seine Hände zu benutzen, statt einer Kugel. Eine Waffe abzufeuern ist einfach. Wir tauchen plötzlich hinter dir auf. Wir brauchen das nicht. Und schneiden dir die Kehle durch. Wir zerlegen dich. Wir hacken dir ein Bein ab und legen das neben dich. Nach Ansicht der Polizei gehören sie zu den gefährlichsten Kriminellen der USA. Absolut. Häufig verstümmeln sie Körper und trennen Körperteile ab. Manchmal töten sie auch nur, um ein Statement abzugeben. Sie wollen, dass alle wissen, dies war ein Mord von uns. Wenn die MS-13 involviert ist, dann ist immer sehr viel Gewalt mit im Spiel. Die MS-13 ist anders als viele andere Gangs nicht nur in den Großstädten vertreten, sondern auch in Vororten und kleineren Städten. Die MS-13 gibt es in der ganzen Nation, von der Westküste bis zur Ostküste, bis runter in den Süden. In L.A. ging es los, da haben sie sich selbst vor anderen Gangs geschützt und dann haben sie sich in den ganzen Vereinigten Staaten ausgebreitet. Tja, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Keine Stadt, egal wie klein, ist vor ihrer Gewaltbereitschaft sicher. Die Menschen behaupten, dass uns die Straße nicht gehört. Aber die haben ja keine Ahnung, was wir Tag und Nacht durchmachen. Wir sind in diesen Straßen so etwas wie lebende Zielscheiben. Die Menschen hier wissen, zu was wir in der Lage sind. The Harris County Sheriff's Department also knows who they are. A cultural melting pot, Houston is home to a significant Salvadoran population. Über 90 Sprachen werden in dieser Stadt gesprochen. Aber die Polizeibeamten wissen, dass auf der Straße eine ganz eigene Sprache gesprochen wird. Wenn man hier durch die Straßen fährt, dann sieht man überall Graffitis der MS-13. Die Gang benutzt diese Symbole, um ihr Revier zu markieren. Außerdem ist es eine Art Kommunikationsmittel. Die Polizei kann von den Zeichen und Graffitis Rückschlüsse auf bevorstehende Gewalttätigkeiten ziehen. Als Polizisten müssen wir herausfinden, was gerade passiert. Die Gangs kommunizieren die ganze Zeit untereinander. Sie geben Neuigkeiten weiter. Durch diese Graffitis unterhalten sie sich quasi. Wir wissen, dass ihr da seid. Wir wollen euch hier nicht. Wir streuen durch euer Revier. Wir respektieren euch nicht. Traut euch doch. Heute versuchen die Ermittler, die Provokation zwischen der MS-13 und ihren langjährigen Rivalen, der Southwest Cholos, zu unterbinden. Sie sind mindestens genauso gewalttätig. Dieser Teil der Stadt wird eigentlich von den Southwest Cholos kontrolliert. Das ist bekannt. Sie waren zuerst hier. In den vergangenen Monaten ist der Revierkampf zwischen den beiden Gangs eskaliert. Auf einem Parkplatz haben Mitglieder der MS-13 einen Southwest Cholo getötet, indem sie ihm die Kehle durchgeschnitten haben. Einige Wochen später wurde als Vergeltung ein 16-jähriges MS-13-Mitglied erschossen. Das sind nur armselige Arschlöcher. Sie überstürzen die Dinge gerne, wir nicht. Wir kämpfen gerne Auge in Auge. Scheiß Southwest-Collars. Die sollte man alle töten. Nachdem sie meinen Freund getötet haben, war klar, dass das nur der Anfang ist. Sie haben sich gerecht. Und jetzt werden wir uns rächen. Sie wissen nur nicht, wann und wie. Sie haben angefangen und wir werden es zu Ende bringen. Überall auf den Wänden und Mauern des Wohnviertels findet man Hinweise auf den Bandenkrieg. Das Beängstigende und Gefährliche ist, dass die Mitglieder der Gangs Tür an Tür wohnen. Nassau County auf Long Island liegt östlich von New York und ist eine exklusive Wohngegend für Besserverdiener. Eigentlich. Denn die Gegend hat in letzter Zeit einen neuen, aber unwillkommenen Einwohner bekommen. Die brutale Gang Mara Salvatrucha
besser bekannt als MS-13, hat sich hier niedergelassen. Die Gang beansprucht einen großen Teil der Stadt für sich. Sie handeln hier mit Drogen und seitdem kommt es immer wieder zu Revierkämpfen zwischen der MS-13 und anderen Gangs. Die Gewalt und die Kriminalität zu stoppen, steht in der Prioritätenliste der Nassau County Police ganz oben. In Westbury gab es eine Messerstecherei. Wir denken, es ist dieselbe Gruppe. Richtig, wir hatten 3 oder 4 andere Fälle. Alle sehr ähnlich. Alle gleich. Eine Attacke mit dem Messer, normalerweise in den Rücken. Ja, korrekt. Es gibt inzwischen eine Spezialeinheit für Bandenkriminalität hier, die auch an diesem Freitag wieder durch das Revier patrouilliert. Wir rechnen von beiden Seiten mit Vergeltungsschlägen. In unserem County bekämpfen sich zurzeit die MS-13 und die 18th Street. Ein paar Schießereien, ein paar Messerstechereien. Am vergangenen Wochenende gab es einen offensichtlich geplanten Mord an einem Mitglied der MS-13. Der Täter gehört der 18th Street Gang an, weshalb die Polizei damit rechnet, dass es an diesem Sommerabend noch mehr Blutvergießen geben wird. Sie verbreiten Angst und Schrecken, indem sie Menschen schwer verletzen und verstümmeln. Sie trennen ihren Opfern Gliedmaße ab, damit alle gewarnt sind. Sie herrschen dadurch, dass sie Schrecken verbreiten und einschüchtern. Einer der Verdächtigen in der jüngsten Messerstecherei ist ein MS-13, der auf der Straße als Lucky bekannt ist. Der Name Lucky wurde in einem Fall erwähnt, den ich gestern aufgenommen habe. Sie könnten diesen Lucky vielleicht identifizieren. Sie fahren erst seit wenigen Minuten Streife und haben bereits einige neue Graffitis der Gangs gefunden. Sieh mal, da ist ein großes MS. Und hier sind noch mehr davon. Hier kann man es sehen, ein großes M und ein großes S. Hier sieht man, dass es mit schwarzem Spray durchgestrichen wurde. Und wenn du hier herüberkommst, kannst du das Zeichen der rivalisierenden Gang sehen. Da haben sie SWP 15 geschrieben. Das sind die Rivalen. MS-13 und SWP, Salvadorans with Pride, sind seit fast 2 Jahrzehnten verfeindet. Irgendetwas wird auf jeden Fall passieren. Eine Schlägerei, eine Schießerei oder eine Messerstecherei. Bei einem solchen Zeichen von Respektlosigkeit. Diese Graffitis erzählen eine Geschichte. Die Straßen, die tagsüber voll sind mit Familien und kleinen Kindern, werden in der Nacht von Gangstern regiert. Heute Nacht, so hofft die Polizei, können sie vielleicht weitere Gewalttätigkeiten zwischen den rivalisierenden Gangs verhindern, damit die Lage nicht weiter eskaliert. Gegen 23 Uhr treffen die Beamten auf eine Gruppe, die sich auf der Straße versammelt hat. Sie befürchten, dass etwas dahinter steckt. Ah, wartet, Amigos. Offene Flaschen, er hat was vom Boden aufgenommen. Als die Gruppe sich der Polizei nähert, hebt einer der Verdächtigen etwas vom Boden auf und verschwindet in der Dunkelheit. Aber seine Trinkkumpanen sind nicht schnell genug. Stellt euch an die Wand, Hände gegen die Wand, umdrehen und zu mir sehen. Was ist eigentlich los? Was ist hier passiert? Woher hast du die Stichwunde? Die habe ich schon, seit ich klein bin. Warum ist er weggerannt? Weiß ich nicht, ehrlich. Wer war das? Wie ist sein Name? Ich kenne seinen Namen nicht. Was versuchst du mir hier eigentlich zu erzählen, hm? Wir haben gesehen, wie er etwas vom Boden aufgehoben hat. Und dann ist er weggerannt. Er war bei euch, wir haben euch alle zusammen gesehen. Und du erzählst mir, du wüsstest nicht, wer das ist? Ich weiß es nicht. Aber wir haben das gesehen. Denk dran, wir beobachten euch. Andy, hör mir zu, du wirst im Gefängnis landen. Wir werden dich einsperren, bis du uns den Namen deines Freundes nennst. Ich will seinen Namen. Ich hatte ihn fast, bin aber dann doch zurück. Der Wald ist ja, zu... Ja, ich weiß, das ist zu gefährlich, wenn du keine Unterstützung hast. Der Wald ist zu dunkel und man kann nichts erkennen. Die Beamten wissen sehr genau, wann man eine Verfolgung lieber abbricht, um sich nicht in Lebensgefahr zu bringen. Ihr sammelt jetzt alle Flaschen ein und dann schmeißt ihr sie in den Müll. Kein Problem. Aber die Polizisten gehen nicht mit ganz leeren Händen. Ich möchte dein Bein sehen. Hast du etwas an deinem Bein? Irgendwelche Tattoos? Wie bitte? Nimm die Hände und die Flasche runter. Wozu soll das gut sein? Ich mache ein Foto. Das ist für uns. Statt euch ins Gefängnis zu stecken, machen wir ein Foto von euch. Weißt du was? Die Polizei in Hempstead hat viele Fotos von uns. Die sind uns egal. Nimm das ab. Die wissen jetzt, dass wir ein solches Verhalten nicht tolerieren. Da haben wir Glück gehabt. Wir haben etwas. Für die Polizei sind Informationen ein wichtiges Instrument im Kampf gegen die Bandenkriminalität. Die Fotos werden in eine Datenbank eingefügt, in der bereits bekannte und verdächtige Gangmitglieder gespeichert sind. Wir versuchen, ihre Spitznamen herauszubekommen, ihre Verwandten, all diese Dinge.
Meine Aufgabe ist es, die Gangmitglieder zu identifizieren, herauszufinden, ob und in welche Straftaten sie verwickelt sind, um am Ende dann hoffentlich eine Verhaftung und eine Anklage zu erwarten. Im Kampf gegen die Gewalt kann die Polizei jeden Vorteil gut gebrauchen. Diese Jungs sind extrem gefährlich. Wir haben einen Anstieg von bewaffneter Gewalt festgestellt. In der Vergangenheit gab es mehr Messerstechereien. Jetzt setzen sie Schusswaffen ein. Don't get me wrong, they still do the stabbings, but the guns have increased as well. For police, it's a disturbing trend. The public on a whole is even more at risk when it comes down to something like that, because they arbitrarily shoot. And that's extremely dangerous. And that makes our job a little different. In ähnlicher Geschwindigkeit, in der die Polizei ihre Ermittlungsmethoden verbessert, entwickelt sich unglücklicherweise auch die kriminelle Energie der MS-13. Neue Mitglieder werden von erfahrenen Gangmitgliedern aus El Salvador darin unterrichtet, wie man verschiedene Straftaten begeht. Die Älteren glauben zu wissen, wie Probleme ihrer Meinung nach zu lösen sind. Und sie geben dieses Wissen an die Jüngeren weiter, wie man zusticht zum Beispiel, oder wie man eine Waffe los wird, oder wie man sie versteckt, wie man sich Geld besorgt, um neue Waffen zu kaufen. Den ganzen Kram eben. Wie sie sich vor der Polizei verstecken können, lernen die Jüngeren auch dabei. Sie lernen, dass sie ein Auto für die Tat brauchen und einen zweiten Wagen, in den sie nach der Schießerei umsteigen können. So fahren sie nicht im selben Wagen herum, in dem man sie bei der Schießerei gesehen hat. Sie wechseln ihre Shirts, dann teilen sie sich auf. Einer entfernt sich zu Fuß vom Tatort, zwei andere mit dem Auto. Und wir suchen dann nach drei Jungs in einem Auto, dabei fahren zwei in einem ganz anderen Fahrzeug davon. Im Kampf gegen organisierte Kriminalität ist es schon die halbe Miete, wenn man weiß, mit wem man es zu tun hat. In den frühen Tagen der Mara Salvatrucha haben sich die Gangmitglieder gegenseitig tätowiert. Traditionell sind die Tattoos der MS-13 ein Zeichen von Macht und Status innerhalb der Gang. Insbesondere Tattoos oberhalb des Nackens, im Gesicht und auf der Stirn. Die Polizei hat dann angefangen, die Gang-Tattoos zu dokumentieren. Sie wissen, dass wir das tun. Jetzt versuchen sie, ihre Gang-Zugehörigkeit zu vertuschen. Früher konnten sie zwar leugnen, dass sie der MS-13 angehören, aber wir konnten es ihnen anhand der Tattoos nachweisen. Wenn wir jetzt ein Foto von einem und demselben Arm sehen, dann ist das Tattoo unter einem anderen verschwunden. Alle Informationen, die von der Polizeieinheit für Bandenkriminalität zusammengetragen wurden, sind zentral gespeichert und können von den Beamten jederzeit abgefragt und eingesehen werden. Das hier sind die Menschen aus dem ersten Bezirk, die mit Haftbefehl gesucht werden. Die Beamten sollen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wenn die Polizei eine Kontrolle durchführt, dann wissen sie, ob sie es mit dem Mitglied einer Gang zu tun haben. Je später die Nacht wird, umso größer ist die Gefahr, dass es auf den Straßen zu Gewalttätigkeiten kommt. Die Einheit gegen Bandenkriminalität stößt zu einer großen Razzia, die in einer Bar durchgeführt wird. Es ist eine Bar, die hauptsächlich von Mitgliedern der MS-13 besucht wird. Hier sieht man eine Menge Polizei heute Nacht. Hier treffen sich bekanntermaßen eine Menge MS-13-Mitglieder. Eine Einheit hat mal die Konzession kontrolliert. Gemeinsam mit Bundesbehörden und der Polizei wird jetzt überprüft, inwieweit hier Gesetzesverstöße begangen wurden oder Verstöße gegen die Ausschanklizenz vorliegen. Gegen Ende der Kontrolle erfahren die Polizisten über Funk die neuesten Entwicklungen in der Stadt. Das kann nicht wahr sein. Ein 16-jähriger Junge ist Opfer einer Messerattacke durch mehrere Gangmitglieder geworden. Es ist ein feiges und brutales Verbrechen, das deutlich die Handschrift der MS-13 trägt. Es sieht so aus, als hätte das Opfer mehrere Stichwunden. Er wurde in die Unfallchirurgie gebracht. Wir kennen seinen Zustand noch nicht. Zwei Detectives sind auf dem Weg ins Krankenhaus. Eddie, was ist los? Rich Lirardi hier. Wie geht's? Okay. Verstanden. Ist er bereit mitzuspielen? Wir sind jetzt auf dem Weg ins Winthrop-Krankenhaus. Es ist ein Junge, der von Gangmitgliedern mehrfach in den Rücken gestochen wurde. Wir sind auf dem Weg, um ihn zu vernehmen. Sollte das Opfer aussagen, dann wäre das eine seltene Chance für die Polizei, die Täter dingfest zu machen. Die meisten Augenzeugen und Opfer haben leider zu viel Angst, um gegen die Gang auszusagen. Glaubst du, das war unsere Gruppe? Was meinst du? Könnte sein.
Ja, das habe ich befürchtet. Nach wenigen Minuten haben die beiden Beamten das Krankenhaus erreicht. Muss ein privates Fest gewesen sein. Aber sie kommen zu spät. Die Verletzungen waren zu schwer. Das ist nun offiziell ein Tötungsdelikt. Die Notfallambulanz hat uns gerade darüber informiert, dass das Opfer seinen Stichverletzungen erlegen ist. Das Opfer, Zach Rosales, war auf dem Heimweg vom Kino. Er wurde von 8 lateinamerikanisch aussehenden Männern angegriffen, die ihn Feind nannten. Augenzeugen haben einen der MS-13-Gangster identifiziert. Es ist Lucky. Die Polizei gibt sofort eine Fahndung nach Lucky und seinen Komplizen heraus. Ich kenne keinen Lucky. Ihr? Wir suchen nach ihm. Schon den ganzen Tag? Ich habe ein Foto von ihm. Ich habe heute Nacht daran gearbeitet. Wir suchen ihn. Wie viele Jungs waren das? 3? Er sagte, es waren 8. Da ist er wieder, Lucky. Ja, was für ein Zufall. Derselbe Junge, Lucky. Unglaublich, und wir suchen ihn. Ja, das passiert immer wieder. Es ist, als würden sie Orgien feiern. Die ganzen Messerstechereien machen den Eindruck, als wären sie immer von der gleichen Gruppe. Lucky's MS. Das ist derselbe, über den wir gesprochen haben. Ja, 18 ist er, oder? Aber die Killer sind wie vom Erdboden verschluckt. And a community wakes up to bloodstains and a shrine marking the place where a teenage boy lost his life. For the bloody street gang known as Mara Salvatrucha or MS-13, the violence is intoxicating. Man kann das kaum erklären. Das Gefühl, jedes Mal, wenn ich einen Job erledigt habe, wenn ich einen Drogendeal abgewickelt oder jemanden erschossen habe, das ist so ein unglaubliches Gefühl, als würde man in einer Achterbahn sitzen. Wenn es darunter geht, das Adrenalin, das man im Körper hat, das ist ein so unglaubliches Gefühl. Es verändert dich mental, aber was soll's, weißt du? Jeder versucht uns zu erschießen, also müssen wir tun, was zu tun ist. Das machen wir. Es ist töten oder getötet werden. So ist das eben. Überall. Rutter und James kontrollieren die kriminellen Aktivitäten der MS-13 in einem Teil von Süd-Houston. Ich bin hier in Houston so etwas wie eine Berühmtheit. Wir sind alle berühmt. Jeder will mit uns abhängen. Jeder. Für diese Bandenmitglieder gehören Waffen zum täglichen Geschäft. Zu Hause habe ich eine AK-47. Wer durch die Tür kommt, wird erschossen. In meinem Auto habe ich eine Schrotflinte. Und unter meinem Kopfkissen habe ich eine 22er. So ist das. Wir sind bereit. Und mit Hilfe der Gang kommen sie relativ leicht an illegale Waffen. Wir hatten einen Freund bei der Armee. Der hat uns die Waffen besorgt. Er hat die Waffen gekauft und als gestohlen gemeldet. Dann hat er sie uns zum halben Preis verkauft. So kommen wir auch an Geld. An Geld und an Waffen. Man hat seine Waffe immer bei sich. Ach, ich mach's, ist doch egal. Man wird schießen mit dich, man rennt rum. Ja, ist wie ein Spiel. Ja, wie im Spiel. Ja, als würde man mit dem Feuer spielen. Man wird paranoid. Mal sehen, ob du am Leben bleibst. Ja, mal sehen, ob du am Leben bleibst. Ich vergleiche das gerne mit einem Mann in seinem Job. Der arbeitet in einer großen Firma, jeden Tag. Mal sehen, wie ich am schnellsten befördert werde. Mal sehen, ob ich derjenige bin, der am meisten verdient. So sind wir auch. Mal sehen, wen ich kontrollieren kann. Wie viele Viertel ich übernehmen kann. Mit den Drogen und dem Geld, was ich verdiene. Wie die meisten MS-13-Gang-Mitglieder wurde Rutter in den Vereinigten Staaten geboren. Ich bin hier in Houston geboren. Als ich 9 Monate alt war, ist meine Mutter mit mir zurück nach El Salvador. Wir sind dort geblieben, bis ich circa 1,5 Jahre alt war. An meinem 2. Geburtstag war ich auf jeden Fall wieder hier. Wir sind mit meinen Verwandten zurück hierher und die waren alle bei den MS-13 und dem ganzen Zeug. Und so hat das alles angefangen, wegen der Familie. Sie waren mit die Ersten, die die MS-13 gegründet haben, drüben in El Salvador.
Der vermeintliche Respekt, der den Gangmitgliedern entgegengebracht wurde, beeindruckte Rutter und lockte ihn so in die Gang. Ich hatte meine Brüder und Cousins vor der Nase mit all ihrem Geld. Die sagten, guck mal her, was wir alles haben. Die hatten richtig Macht. Das wollte ich auch. Dafür kann man keinem die Schuld geben. Wir haben unser Leben selbst gewählt. Viele Menschen machen andere verantwortlich. Oh, wir hatten keinen Vater. Alles Bullshit. Du weißt doch, was du tust. Kann sein, dass unsere Eltern glauben, sie hätten versagt. Aber das haben sie nicht. Wir machen das alles so, wie wir es für richtig halten. Die Mitgliedschaft hat jedoch ihren Preis. Alle Anwärter, die in die Gang aufgenommen werden wollen, müssen sich einer brutalen Prügelei aussetzen. Sie dauert genau 13 Sekunden. Als ich aufgenommen wurde, war ich was? 10 Jahre war ich, als ich aufgenommen wurde. 3 Jungs haben mich verprügelt. Sie waren älter als ich, vielleicht 16 oder 17 Jahre alt. Von denen geprüft zu werden, das war für mich... Das werde ich nicht vergessen. Das war wie eine Segnung für mich. Ich wusste, was aus mir werden würde. Und ich wusste, dass ich auf meinem Weg berühmt werden würde. Dieser zweifelhafte Respekt, so behauptet Rutter, trat für ihn offenbar schnell ein. Oh Mann, als ich aufgenommen war und mein Geld bekam, da wusste jeder, wer ich war. Und keiner hat gewagt, mich anzufassen. Niemand hat mich auch nur ein zweites Mal angeschaut, weil alle wussten, wer ich bin und was ich kann. Leg dich nicht mit Rutter an. Leg dich nicht mit ihm an. Leg dich mit niemandem aus seiner Gang an. Sonst finden wir dich und töten dich und jeden, der mit dir abhängt. Mit 12 Jahren ist Rutter ein vollwertiges Mitglied und wird mit den täglichen Arbeiten der Gang betraut. Als ich 12 war, habe ich bereits $1,000 die Woche verdient. Das ist verrückt. Ich musste Botengänge erledigen und ein paar Drogendeals abwickeln. Und ein paar Menschen ans Bezahlen erinnern. Der ersten Generation MS-13 ging es noch darum, sich selbst vor kriminellen Gangs zu schützen. Die nachfolgenden Generationen sind selbst hochgradig kriminell. Mitgliedern wie Rutter geht es dabei nur noch ums schnelle Geld. Ohne Geld bist du da draußen ein Niemand. Was hat man also für eine Wahl? Du musst schnell Geld verdienen. Obwohl auch das Machtgefühl eine wichtige Rolle spielt. Für mich geht es um Macht und Respekt. Das sind die zwei wichtigsten Dinge. Alles andere ist mir egal. Aber die Macht und das Geld sind es wert. Glaub mir. Egal wo ich hingehe in Houston, niemand packt mich an. Um sicherzustellen, dass Reviergrenzen von anderen Gangs respektiert werden, ist es für die MS-13 wichtig, so etwas wie Macht auszustrahlen. Da vorne geht eine Gruppe Jungs. Wenn wir sie nicht kennen, dann werden wir sie jagen oder wir werden sie angreifen, ohne darüber auch nur nachzudenken. So kontrolliert man seine Gegend, so kontrolliert man alles. Das ist unser Job. 7 Tage die Woche. Ja, das ist unser Job. Wache schieben in unserem Block. Aufpassen, jeden Tag. Das ist unser Job. Geld verdienen und im Block sein. Wir brauchen keine Polizei. Wir greifen an. Wir greifen an oder wir gehen rüber und sehen, wer es ist. Und wenn er dann was Falsches sagt? Ja, wie gesagt, wir schießen. Manchmal reicht es schon, die falschen Farben zu tragen, um sich in Lebensgefahr zu bringen. Stell dir vor, einer von denen, die rot tragen, hier in der Nachbarschaft käme her. Hier tragen wir blau. Da müssen wir was sagen, weißt du? Wenn ich mit meinen blauen Sachen durch das Revier der Kollo laufen würde, Mann, die würden mich sofort erschießen oder verprügeln. Die Mitglieder der MS-13 tragen ihre Farben blau und weiß mit Stolz. Es sind die Landesfarben von El Salvador. In Hempstead auf Long Island versammeln sich Tausende von Immigranten, um einen salvadorianischen Feiertag zu begehen. In einem Meer von Blau und Weiß, den Landesfarben von El Salvador, begehen die Immigranten den Feiertag voller Stolz. Aber auch die Gangmitglieder tragen diese Farben.
Und so ist die Spezialeinheit gegen Bandenkriminalität von Nassau County ebenfalls anwesend. Sie arbeiten noch immer an einem brutalen Mord, der vor einigen Tagen begangen worden ist. Der Hauptverdächtige ist ein MS-13-Mitglied. Die Menschen sollen wissen, dass wir hier sind. Hier in Hempstead findet das salvadorianische Festival statt. Und wir beobachten einige der Gangmitglieder. Nur damit sie in der Menschenmenge keine Schwierigkeiten machen. Von ein paar Leuten haben wir Fotos gemacht und einige konnten wir identifizieren. Die Polizei hält Ausschau nach dem Verdächtigen, von dem sie annehmen, dass er den Mord begangen hat. Sie wissen, dass er Lucky heißt und wie er aussieht. Es könnte durchaus sein, dass er bei dem Festival auftaucht. Ein anderer Grund für die Polizeipräsenz ist das Risiko, dass eine rivalisierende Gang auftaucht, um die feiernden MS-13-Mitglieder zu provozieren. Wir haben Informationen darüber, dass heute ein Kampf zwischen der MS-13 und der 18th Street Gang stattfinden soll. Wir gehen davon aus, dass viele Gangmitglieder der MS-13 hier sind. Das Festival ist schon seit einigen Stunden im Gange, als die Polizei auf Mitglieder der rivalisierenden Gang stößt. Einer unserer Beamten hat auf der Straße eine Gruppe von 18th Street Gang-Mitgliedern gesichtet. Vielleicht 15 Mann, die da die Straße entlang laufen. Und sie haben angefangen, Gangzeichen in Richtung der MS-Jungs zu machen. Diese Zeichen zu machen hat nur den Zweck, den anderen zu provozieren. Die Gangs empfinden so etwas als Respektlosigkeit. Glücklicherweise haben wir rechtzeitig einige unserer Beamten vor Ort gehabt. So konnten wir die Jungs der 18th Street hier herausbefördern, bevor es Ärger gab. Die Polizei hält weiterhin Ausschau nach Gangmitgliedern. Aber die MS-13 in einer Menge von Salvadorianern ausfindig zu machen, ist so etwas wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. In einem Meer aus Blau und Weiß kann man den nationalstolzen Salvadorianer und das MS-13-Mitglied nicht auseinanderhalten. Deputy Joel Miller aus Houston weiß, dass die Farben sonst ein zuverlässiger Hinweis auf die Gangzugehörigkeit der MS-13 sind. Die Farben ändern sich nicht. Wenn wir nach Bandanas suchen, dann tragen sie plötzlich Gürtel. Wenn wir nach Tattoos schauen, dann tragen sie stattdessen Armbänder, Ketten oder Hundemarken. Aber die Farben bleiben gleich. Überall im Land ist die Polizei in Alarmbereitschaft, wenn sie die blauen Symbole der Gang sehen. That's the right colors. It could be something significant to MS-13. They like the blue and white, and that's the shade of blue that could probably be a possibility. On the streets, the gang keeps a low profile, making the job even more difficult for law enforcement. They kind of hide themselves. They don't ride around with a lot of fanfare and a lot of stuff on them like other members, other groups do. You know, you got to kind of read the tattoos, look for the subtle little logos on the car and the graffiti in the air to even know that they're around. In fact, it is the gang's bold and brazen graffiti that allows police the greatest advantage. This is a message to us also. It actually helps us because we know what's going on. Not only do they know what's going on, we know what's going on too. Wenn die Harris County Sheriffs festgestellt haben, dass die MS-13 ein Gebiet für sich beanspruchen, dann suchen sie gezielt nach Symbolen und verstärken die Verkehrskontrollen. Wo kommst du her? El Salvador. Du bist Salvadorianer? Ja. Seit wann bist du hier? Seit ungefähr... Wir überprüfen stichprobenartig Nummernschilder. Und bei der Überprüfung von diesem hier hat sich herausgestellt, dass er ohne Versicherungsschutz fährt. Das ist auf jeden Fall ein Grund, ihn anzuhalten. Das ist schon mal eine Ordnungswidrigkeit. Er hat keinen Ausweis, keinen Führerschein, keine Versicherung. Ich habe gefragt, woher er kommt. Er kommt aus El Salvador. Aber der Fahrer kann nicht als MS-13-Mitglied identifiziert werden. Die Beamten belangen ihn wegen der Verstöße und lassen ihn dann weiterfahren. Das passiert so häufig. Eigentlich müssten wir ständig Menschen verhaften, um sie dann auszuweisen. It's something Houston authorities deal with day in and day out. However, deportation is one of the most powerful weapons in law enforcement's arsenal. And it's reserved for the most violent offenders, those like MS-13. Not far from MS-13 turf in Houston is the regional headquarters of Immigration and Customs Enforcement, or ICE.
where 36 convicted criminals and 9 MS-13 members go through processing prior to boarding a Conair flight to El Salvador. Someone who is MS-13 and not an American citizen can automatically be removed from the country and banned from returning for 20 years. ICE officers fingerprint the prisoners, shackle them at ankles and wrists, and spell out the harsh conditions of deportation. Okay, this is a warning that you cannot return to the United States illegally for 20 years. And in case you return, you may be subject to incarceration of 2 to 20 years and a fine up to $250,000. You do have the option to come back. Several thousand gang members have been deported in this way. It is unquestionably a blow to the gangs. It hurts because once in a while, we gotta help them take care of the kids that they live here, you know? And then we gotta still figure out a way how to bring them back. What's also certain is that many MS-13 find their way back to the U.S. They boast about it, you know, I'll go ahead and send me back. I'll be back in a week, I'll be back in a month. We just did an ICE deal a couple of days ago where one of the guys was recognized by the agent as being deported less than a month ago, and he's already back. If they do want to come back, we put the money together. So we all have families deported already, at least once. And it's hard. Everybody goes through it. The deportees board a van for the transfer to the plane. MS-13 gang members get confined to a cage-like area with metal screens. ICE officers remove 9 MS-13 gangsters from the country, for a time at least. Mara Salvatrucha, or MS-13, has been wreaking havoc across the United States for nearly 3 decades. For law enforcement, deportation is one way to slow down the growth of this dangerous gang. MS-13-Mitglieder, die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzen, können nicht abgeschoben werden. Für diese Kriminellen ist das letzte Mittel die Inhaftierung in einem der amerikanischen Bundesgefängnisse. Die Anklage auf Bundesebene ist ein harter Schlag. Die meisten Gangmitglieder sind so häufig in den örtlichen Gefängnissen inhaftiert gewesen, dass sie davor keine Angst mehr haben. Eine ganz andere Situation ist es, wenn sie plötzlich in einem Bundesgefängnis einsitzen. Da kann es dann sein, dass sie sich plötzlich in einem Gefängnis in Idaho oder an der Westküste wiederfinden. Die Staatsanwaltschaft klagt Gangmitglieder für die Übertretung der sogenannten RICO-Gesetze an. Es ist ein Gesetz gegen Schutzgelderpressung und organisierte Kriminalität. Wenn sie verurteilt werden, dann bekommen sie die ganze Härte der amerikanischen Rechtsprechung zu spüren. Wenn das Urteil von einem Bundesgericht ausgesprochen wurde, bedeutet das bis zu 25 Jahre Gefängnis. Und die Zeit werden sie tatsächlich auch absitzen. Dann sind sie erstmal weg von der Straße. Harte Gerichtsurteile haben dafür gesorgt, dass inzwischen etliche Gangmitglieder für viele Jahre weggesperrt wurden. Aber die zunehmende Verbreitung der MS-13 wurde dadurch leider nicht verhindert. Die MS-13 hat in nahezu jeder Gemeinde dieses Landes Mitglieder. Und die Gang macht keine Anzeichen, sich zurückziehen zu wollen. Am Ende werden wir mächtiger sein als irgendeine andere Gang in der Welt. Wir werden uns vermehren und das zahlreich. Wir werden nahezu alles kontrollieren. Für die MS-13 ist die Rekrutierung neuer Mitglieder offenbar ganz einfach. Wir müssen niemanden rekrutieren. Wir kümmern uns einfach umeinander. Das sehen die Leute. Und die Kinder sehen es auch. Es gibt Leute, die wollen bei uns nicht mitmachen. Aber dann sehen sie, wie wir füreinander da sind. Und dann sagen sie, oh, dein Cousin ist cool. Er macht all das Zeug und kümmert sich um alle. Und so geht das los. Dann wollen sie doch dabei sein. Wir müssen dann nur sehen, dass es jemand ernst meint. Wir testen das aus. Wir müssen sicher sein, dass es kein Spitzel ist, der uns in den Rücken fällt, wenn schwierige Zeiten kommen. Und wenn wir dann denken, dass er es wert ist, mit uns rumzuhängen, wird er aufgenommen.
they get initiated. Die Gangmitglieder sind der Ansicht, dass der Zusammenhalt der Familie der Hauptgrund für den Zulauf ist. Wie man miteinander umgeht. Die Familie kommt zusammen. Es gibt verschiedene Gruppen von MS. Aber wenn es um MS geht, ist es egal, um welche Gruppe es geht. Wir kommen dann als Familie zusammen. Und wenn das passiert, sind wir nicht zu stoppen. Und sie prahlen damit, dass die Polizei für eine Familie von ihrer Größe kein nennenswerter Gegner ist. Am Ende werden wir mächtiger sein als jede andere Gang in der Welt. Wir werden alles kontrollieren. Noch 10 Jahre und alle Menschen wissen, wer wir sind. Für Rutter wird es niemals ein Ende der Gewalt geben. Wenn du uns anmachst und nicht tötest, werden wir zurückkommen. Und keiner von uns wird Mitleid mit dir haben. Was du auch machst, du bekommst es immer doppelt zurück. Allerdings wissen auch Rutter und seine Crew, dass es im Bandenkrieg Opfer gibt. Das Schlimmste war, meinen Freund vor meinen Augen sterben zu sehen. Das war 2006. Ich dachte niemals, dass das irgendwann tatsächlich passieren würde. Ab da wurde die Sache ernst. Er starb in meinen Armen und in den Armen seines Bruders. Dann spielt der Kopf verrückt. Danach hat man kein Mitleid mehr. Da gibt es kein schlechtes Gewissen mehr. Da stirbt was ab. Und das Gefühl wird mit den Jahren immer tiefer. Ich habe viele Freunde sterben sehen. Ich habe sie vor meinen Augen sterben sehen. Ich war im Gefängnis. Andere Leute kamen ins Gefängnis. Menschen wurden abgeschoben. All so ein Zeug. Die Behörden haben ihre eigene Philosophie. Es ist ein großes Katz-und-Maus-Spiel zwischen der Polizei und den Mitgliedern der Gang und den Gangs untereinander. Wir können nur am Ball bleiben, indem wir auf der Straße sind, aktiv sind, sie stoppen, mit ihnen reden, mit den Einwohnern reden, mit den Geschäftsinhabern. Die Straße spricht mit uns, sie erzählt uns, was los ist. In der Zwischenzeit hat in Upstate New York das Glück, den mutmaßlichen Mörder Lucky schließlich doch noch verlassen. Christian Sandoval alias Lucky wird 4 Wochen nach dem Mord an dem 16-jährigen Zach Rosales verhaftet. Sandoval und sein Freund Fuentes Gonzalez werden des vorsätzlichen Mordes angeklagt. In Zukunft bestimmt jemand anderes den Tagesablauf im Leben dieser Gangmitglieder, der Mara Salvatrucha. Wir haben uns das Leben, das wir leben, selbst ausgesucht. Die Leute haben immer die Entschuldigung, dass sie keine Eltern haben. Aber wenn du jemand sein willst, dann schaffst du das auch. Wenn du Erfolg haben willst, dann musst du nur den richtigen Weg nehmen. Egal, ob ich sterbe, man wird sich an mich erinnern.